Warum verkaufst du jetzt Luftballons? Tja, nachdem meine Gastro-Lizenz einkassiert wurde, habe ich erst mal intensiv recherchiert. Und nach langem Hin und Her... Komm zur Sache. Wollte nicht deine Lebensgeschichte hören. Okay. Siehst du den Hosenscheißer da drüben? Schwer zu übersehen, das Riesenbaby. Tja, der steht unheimlich auf Luftballons und hat immer Kohl. Ich muss nur in seiner Nähe bleiben und kann mir die Uni für meine Kinder leisten. Was macht er mit den Ballons? Frisst er die? Nicht ganz. Verstehe. Beziehungsweise ganz und gar nicht. Bist du blind oder was? Ich glaube, das ganze Helium schlägt dir aufs Gehirn. Wie bitte? Ja, nichts. Alles klar. Ich hab's eilig. Bis dann. Junge, was glaubst du, was du da treibst? Nichts? Dann lass die Finger von dem Ventil. Ich bin doch kein Dieb. Naja, also schon, aber die kann ich nicht einfach so nehmen. Mann, jo. Ach, herrlich, ey. Ich glaube, einer ist mehr als genug. Okay, also wird hier nichts mehr sein, alles klar. Ist Murray wieder hier oben? Nee. Da gibt's auch dann nichts, ne? Nee, okay, alles klar. Dann gehen wir runter zu Matt, würde ich sagen, diesmal. Oder jetzt, mal. Nur noch irgendwas? Wasserpistole und Handschuhe. Glaub, nichts Krasses. Ich krieg sie nicht auf. Die ist abgeschlossen. Ich muss da rein, bevor es zu spät ist. Ich hab hier nur... Wir haben doch noch... Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir noch. Shit, die Karte ist kaputt gegangen. Muss wohl anders hier reinkommen. Matt? Matt, bist du da? Hey, was soll das Geschrei? Wenn Sie nach Matt suchen, da sind Sie leider zu spät. Was soll denn das heißen? Der ist vor 5 Minuten weg. Der war völlig hinüber und meinte, er geht in die Bar weitersaufen. Dem ist nicht mehr zu helfen. Man soll Leute nicht an ihren Taten messen. An was denn dann? Naja, an ihrem Aussehen vielleicht. Gut, dann auf uns Claytons. Ist es hier in der Seitengasse? Nichts. Hintertür ist auch noch zu, ne? Von hier? Ja, okay. Matt? Elaine? Scheiße, bist du das? Na, was glaubst du denn? Hallo? Mann, jetzt würde ich sogar Eintritt bezahlen. Wenn du anfangen willst, hier Scherze zu treiben, dafür bin ich nicht in Stimmung. Oh, schlechten Tag gehabt? Kann ich was für dich tun? Was meinst du, ein kleines Tänzchen? Nein, Randall, ich will kein kleines Tänzchen. Kann man nicht mal mit seiner Lieblingsbedienung tanzen? Übrigens, du siehst heute echt ultra scharf aus. Lass es, Randall! Oh, und hör auf, so zu sabbern. Ich bin es so leid, deine Körperflüssigkeiten aufzuwischen. Aber echt. Entschuldigung, ich... War nur ein Witz, Blödmann. Wow, Momo war sie auch. Jackpot. Wie wär's denn mal mit einem Date? Ein Date? Mit wem? Irgendein Freund von dir? Ist der so witzig und so vorkommend wie du? Ja, könnte man so sagen. Wie ist der denn so? Ich bin echt gespannt. Tja, du schaust ihm geradewegs ins Gesicht. Du und ich. Ein Date? Klar. Warum nicht? Du und ich. Wir beide? Klar. Wird sicher lustig. Lustig? Ich müsste so oft duschen wie Meryl Streep in Silkwood, damit ich den Randall-Gestank wieder loswerde. Hey, der war aber echt unter der Gürtellinie. Tut mir leid. Verzeihung. Du hast doch gerade gesagt, dass ich nett und lustig bin. Ach komm schon, Randall. Hast du schon mal was von Sarkasmus gehört? Du und ich zusammen? Bullshit. Du findest mich hässlich, stimmt's? Nein, das ist es nicht. Am Anfang dachte ich, du wärst eigentlich ganz niedlich. Aber als ich dann einen Blick in deine finstere Seele getan habe... Wie bitte? Na komm schon. Du bist Abfall. Das weißt du auch.
okay? Du bist schlimmer als Abfall. Du bist wie radioaktive Schlacke. In deiner Nähe zu sein könnte einen umbringen. Hey, was ist dein Problem, Elaine? Was ist deins, Randy? Ich weiß von dir und Sally. Dein bester Freund ist am Boden zerstört und trotzdem versuchst du, mich hier anzumachen? Ich würde dir ans Gesicht spucken, aber mir bleibt echt die Spucke weg. Ach, ja. Weißt du, ich kenne Sally schon sehr lange und ich habe keine Ahnung, wie du sie rumgekriegt hast. Aber eines sollte dir klar sein, du ruinierst Leuten das Leben. Ich weiß, verdammte Scheiße, ich will's ja eben wieder gerade biegen. Tja, da bist du ziemlich scheiße drin. Hast du Matt irgendwo gesehen? Leider habe ich das. Der ist schon eine Weile weg. Völlig fertig, der Ärmste. Immerhin war er noch an einem Stück. Ist ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen? Der war am Boden zerstört. Den habe ich noch nie so erlebt. Weil du ihn nicht nach X-Men 3 gesehen hast. Aber egal, das meinte ich doch gar nicht, als ich an einem Stück gesagt habe. Verstehe ich nicht. Egal. Hat er irgendwas gesagt? Tja, wir haben eine Weile geredet. Du bist nicht besonders gut weggekommen. Ja. Ja, immer die alte Leier. Das ist alles? Dein bester Freund hasst dich und mehr fällt dir dazu nicht ein? Ich versuch's doch wieder gerade zu biegen. Tja, du machst das nicht besonders gut. Glaub mir, es könnte schlimmer sein. Immerhin hat er seine Küche heute noch nicht umdekoriert. Noch nicht. Was? Egal. Konzentrieren wir uns aufs Positive. Ach, es gibt was Positives. Du siehst absolut geil aus. Das ist doch was Positives. Ja, das hast du schon mal gesagt. Lass das bitte, ja? Okay, okay. Zurück zu Matt. Was war los? Tja, er hat alle 10 Minuten Pitcher Bier bestellt, bis er ohnmächtig geworden ist. Dann hat er alle 5 Minuten Pitcher haben wollen. Danach hat er hier alles vollgekotzt und ist gegangen. Hat er gesagt, wo er hin wollte? Er hat so einiges gesagt, aber ich habe kein Wort verstanden. Er hat also gekotzt. Aber hier riecht's gar nicht nach Kotze. Sehr aufmerksam. Das hat er auf dem Klo erledigt. Auf dem Klo? Komisch. Passt gar nicht zu ihm. Glaub mir, ich hab's gehört. Wenn 1000 Leute gleichzeitig am Kotzen sind, höre ich Matts Gewürge immer noch raus. Okay, also, wegen dieser anderen Sache. Oh je. Du siehst heute echt super aus, Elaine. Randy, also hör echt, auf, Alter. Echt super. Umwerfend. Die Leier schon wieder? Lass das bleiben. Ich kann nichts dafür. Ich meine, naja, ich muss mich noch um ein paar Sachen kümmern. Ich komm später noch mal vorbei, ja? Kann's kaum erwarten. Gucken wir mal auf die Toiletten. Spinnst du? Ist ja eklig. Ne. Oh, das hier wird mich für immer verändern. Oh. Yeah. Sieh mal einer an. Matt ist also zu Dr. Johnson. Da muss ich dann wohl auch mal wieder hin. Mit warmer Kotze vor allem noch, ey. Ist das eklig, Alter. Ist das eklig. Das ist... Ah, nee. Bäh. Gehen wir erstmal zu Charlies Comics. Gucken wir mal, was da so abgeht. Hallo, Charlie. Hey. Da rede ich lieber mit... Okay. Hey, was geht, Charlie? Du siehst ziemlich fertig aus. Bring mich einfach um, Randall. Ich kann diesen Song einfach nicht mehr ertragen. Ich hab gerade einen Schluck Kaffee getrunken. Ich sag, ihr redet mehr. Hast du es mit Steckerziehen probiert? Ich weiß, dass ich, habe ich schon mal gesagt, aber mir gefällt das Song. Hast du Matt heute schon gesehen? Hast du es mit Steckerziehen probiert? Ja, aber es hört nicht auf. Irgendjemand muss letzte Nacht hier eingebrochen sein und mein Sicherheitssystem lahmgelegt haben. Was haben sie denn mitgenommen? Sieht alles ganz normal aus hier. Die haben den Super Zuckerschnecke Unterwäschekatalog von 1972 mitgehen lassen. Wer immer das auch war, die wussten genau, was sie treiben. Oh Scheiße, der ist ein Vermögen wert, oder? Keine Sorge, ich bin versichert. Nur der Song macht mich irre. Ich krieg das nicht abgeschaltet und der Techniker kommt erst morgen. Tja, Kopf hoch, Kumpel. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber mir gefällt der Song.
Tja, du hast ja auch einen scheiß Musikgeschmack. Ich würde dir ja in die Eier treten, wenn ich nicht ernsthaft in Erwägung ziehen würde, mir die Ohren abzuschneiden. Komm schon, Charlie, das ist ein Klassiker. Mach dich locker und genieße es. Da. Das geht doch ins Ohr, nicht? Bring mich bitte einfach um. Es tut mir leid, Charlie, aber ich will mein Gewissen nicht mit noch einer Leiche belasten. Dann lass mich mit meinem Elend allein. Hast du Matt heute schon gesehen? Nein, warum? Habt ihr mal wieder gestritten, wer von euch die hübschere Braut abgeben würde? Ich sag's dir, Matt hat eine gewisse weibliche Grazie an sich. Nee, das ist es nicht. Matt hat sich besoffen und treibt sich jetzt rum. Alles wegen mir. Möglicherweise habe ich ihm echt übel mitgespielt. Ach, scheiße. Dann weißt du ja, wie das ausgeht. Die Bullen werden ihn wohl mit einem Betäubungspfeil erledigen müssen. Entspann dich. Das wird schon wieder, weil ich ihn finde, bevor er irgendwas Dummes anstellt. Na, klasse. Dann sehe ich euch ja heute Abend in den Nachrichten. Das ist wohl zu tun. Bis später. Alles klar. Hey, Silent Bob und Jay. Na, was geht hier, Typen? Typen? Wer zum Geier bist du denn? Mach dich locker, Kumpel. Hab mich nur gefragt, was ihr hier so treibt. Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. Warum so angefressen? Wir trauen Fremden nicht. Du könntest ja so ein scheiß Bulle sein oder so. Komm schon. Sehe ich wie ein Bulle aus? Keine Ahnung, aber die Typen sind überall. Kannst mir schon glauben, ich bin kein Cop. Was denkst du, Mann? Okay, wir trauen dir. Also, was zum Geier willst du? Ja, nichts. War nur neugierig. Tja, Neugier ist nicht immer gesund. Meine Gesundheit ist mir egal. Also, was treibt ihr Typen? Braucht ihr Hilfe? Mein Kumpel ist hier schon still. Ne? Habt ihr einen besoffenen Typen? Afro, rumlaufen sehen. Meine Gesundheit ist mir egal. Also, was treibt ihr Typen hier? Geschäfte, Mann, Geschäfte. Ich meine nur, naja, ihr seht absolut wie zwei Dealer aus. Ja, und? Na, nichts und. Ich meine, was vercheckt ihr denn so? Scheiße, alles außer Koks, Heroin und unsere Arsche. Okay. Snoogans! Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen, Mann. Ja, zum Schießen. Wir verchecken illegale Captain Red Masken. Echt? Wo habt ihr die denn her? Der Wichser, der den Comicladen betreibt, hat eine Kiste davon in seinem scheiß Auto gelassen. Alles klar. Und? Was wollt ihr damit machen? Eine Menge Fragen für einen, der angeblich kein Bulle ist, Mann. Dieses Jahr ist 35-jähriges scheiß Captain Red Jubiläum. Also dachten wir, es gibt bestimmt ein paar Penner, die voll auf den Scheiß abgehen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Die Sendung ist doch ja am Abkacken. Verkauft sich gar nicht mehr gut. Scheiß verfickter Captain Red, Mann. Wir verlassen uns auf den Nostalgiefaktor. Glaub mir, es gibt eine Menge Muschis in dieser Stadt, die so ein Scheißteil haben wollen. Wenn du sicher? Meinst, kann ich so eine haben? Eine Maske? Weiß nicht. Du siehst aus wie eine richtige Nervensäge. Man soll Leute erst beurteilen, wenn man sie kennt. Ihr zwei seid doch das beste Beispiel. Was zum Geier soll das denn heißen? Nichts. Ich meine nur, ihr zwei seht aus wie ein paar Drogendealer. Aber jetzt, wo ich mit euch gesprochen habe, weiß ich, ihr dealt gar keine Drogen, sondern nur anderes Zeug. Hast du Kohle? Nicht mal ein Penny. Ja, was willst du dann, Mann? Scheiße, wenn du kein scheiß Geld hast, warum verschwenden wir dann überhaupt unsere Zeit mit dir? Weil dein Kumpel hier sein Maul nicht aufkriegt und du ganz gerne mal ein Schwätzchen hältst. Stimmt schon, Mann. Das fette Arschloch macht mich manchmal echt fertig mit seiner Schweigenummer. Was, stimmt was nicht? Ich sag nur die Wahrheit, Mann. Mann, das ist so langweilig hier. Wünschte, wir hätten ein bisschen Ablenkung. Tja, schon tragisch, dass dein Kumpel die ganze Zeit stumm geschaltet ist, ha? Huh? Tja, noch nie darüber nachgedacht, Kumpel. Naja, also, wegen der Masken. Gib mir doch einfach die erste umsonst. So läuft das doch normalerweise bei euch Dealern. Ja, zum Geier glaubst du, dass wir sind, Mann? Naja. Habt ihr irgendwelche Guy Fawkes oder Predator-Masken? Tja, ich schau mal eben im Lager nach. Mann, wo zum Geier glaubst du, dass du bist? Walmart oder sowas? Wir haben nur Captain Red-Masken, kapiert? Okay, okay, ist ja gut. Komm runter und entspann dich. Braucht ihr Hilfe? Sehen wir aus, als bräuchten wir Hilfe? Tja, eigentlich nicht. Eben, wir kommen ganz gut alleine klar. Okay. Okay. Dein Kumpel hier ist schon einer von der stillen Sorte, hm? Der kleine Scheiße? Der spielt nur eine Rolle. Aber weißt du, ich bin ja mehr so der Partytyp. Die ganze Schweigerei geht mir ziemlich auf die Eier. Sag was, du kleines, fettes Arschloch. Irgendwas. Siehst du? Der Wichser geht mir so richtig auf den Sack. Aber ich liebe ihn trotzdem. Auf komplett heterosexuelle Weise, versteht sich. Ja, verstehe. Was soll ich sagen? Wir respektieren uns gegenseitig. Das ist das Geheimnis, Mann.
Ohne Respekt geht in dieser Freundschaft gar nichts. Tja, ihr seid uns allen ein Vorbild, ganz sicher. Ich hatte in letzter Zeit ja Probleme mit meinem besten Freund. Tja, da erwächst nichts Gutes draus, Mann. Freundschaft ist wie eine Pflanze. Die muss man ab und zu gießen, sonst vertrocknet sie. Ja, kann mir schon vorstellen, was für eine Pflanze du da meinst. Du hast echt eine versaute Vorstellung. Weiß nicht mal, wie du das gemeint hast. Habt ihr so einen besoffenen Typen mit einem Afro rumlaufen sehen? Vielleicht. Den habe ich wohl vor einer Weile gesehen. Der ging beim Seelenklempner rein oder kam dann wieder raus. Sah verdammt fertig aus, der Knabe. Okay, dann lasse ich euch mal weitermachen. Man sieht sich. Man sieht sich, Kumpel. Snoogans. Ja, klar. Ich will so eine Captain Red Maske. Die mögen Cops nicht besonders. Ach, verdammt. Ich will nicht noch mehr Ärger. Wow. Warum ist denn mein Gesicht auf den Plakaten? Schmutzige Spielchen, ne? Na, dann kann ich nicht einfach so rein. Dann brauche ich so eine Captain Red Maske. Tauscht ihr? Spinnst? Ich passe. Das würde Wo den Radio? Lol. Yeah, das ist der richtige Sound. Dreh den Scheiß auf! Ich weiß, was du denkst. Du glaubst, wir schulden dir jetzt einen Gefallen. Aber wir sind hier nicht irgendwelche schwanzamputierten Pussys, Mann. Wir schulden dir gar nichts. Ich hatte gehofft, ich könnte wenigstens eine von den Captain Red Masken abstauben. Wenn du eine haben willst, musst du dafür betteln. Tja, was schwebt dir denn vor? Mal sehen. Ein Tanzwettbewerb. Du und ich, gegeneinander. Aber sicher traust du dich nicht an jemand von meinem Kaliber ran. Okay, gebongt. Also, kannst du rappen? Zeig, was du drauf hast. Ich meine Double Rhymes und so, Alter. Double was? Steh nicht rum und glotz wie so eine verfickte Crackhure. Mach's Maul auf und friss mein Horn. Ich bin Gummi, du bist Kleber. Kannst du vergessen? Soll ich jetzt antworten, oder wie? Ich bin Gummi, du bist Kleber? Mach deinen Move, Homeboy, oder geh auf die Knie, egal wie. Friss mein Horn oder du gewinnst nie. Oh, das war krass. Wenn du so weitermachst, kriegen wir keine FSK 12 mehr. Ich glaube, du hast echt tiefsitzende Probleme, Alter. Echt tiefsitzende Probleme. Ich glaube, du hast echt tiefsitzende Probleme, Alter. Echt tiefsitzende Probleme. Ich bin wie Gewürze, wie Pfeffer und Salz. Ich ramm dir jetzt gleich meinen Schwanz in den Hals. Gleich da drüben gibt's einen Psychiater, mit dem sollst du mal reden. Mir geht es dir langsam echt auf die Nüsse, Homeboy. Weißt du, dass du immer nur das Gleiche sagst, aber mit anderen Worten, bösen Worten? Weißt du, dass du immer nur das Gleiche sagst, aber mit anderen Worten, bösen Worten? Hör zu, mein Homie, dein letzter Test. Geh auf die Knie, ich besorg dir den Rest. Sehr originell. Mann, du bist ein Arschgesicht. Deine Mutter geht auf die Knie. Lass mich in Ruhe. Deine Mutter geht auf die Knie. Wow, 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 wow. Das ist echt unter der Gürtellinie, Alter. Was? Mütter sind No-Go-Area, Mann. Du kannst nicht einfach die Mütter anderer Söhne beleidigen. Ist nicht cool, Mann. Mann, ich dachte doch nur... Ist mir egal, was du dachtest. Was ist nur los mit dir? Leute sind schon für weniger umgelegt worden, weißt du? Hör mal, mir sind keine fetten Reime eingefallen, also dachte ich halt an deine Mutter. Ey, lass das. Jetzt wiederholst du es auch noch. Meine Mutter war eine scheiß Heilige, klar? Okay, klar. Ich glaub's echt nicht. Ich versuch dir das zu verklickern und du tust so, als wäre gar nichts gewesen. Mütter sind unantastbar. Scheiße. Das geht echt nicht, Alter. Aber ich wollte doch nur... mitspielen. Hier, nimm deine scheiß Maske und verpiss dich. Und ich will deinen verdammten Arsch hier nicht mehr sehen, du Schwanzlutscher. Okay. Ist wohl das Beste. Kann ich das Radio wieder mitnehmen? Ich nehme den... Okay.